Ich hätte jedenfalls gedacht, dass das breiter der Fall ist. Nicht nur bei speziell Familie und Karriere, sondern wir haben ja generell das Phänomen, Pflegeberufe und sowas werden nicht viel wertgeschätzt. Sie sind nicht hoch bezahlt. Gesellschaftlicher Status oder Wertschätzung wird durch finanzielle Vergütung ausgedrückt in der Gesellschaft. Und dann ist einfach unterbewusst, okay, die Dinge, die hoch bezahlt sind, da schaue ich auf. Das sind Leute, die was geschafft haben. Und Leute, die nicht so viel Geld verdienen oder kein Geld verdienen, ja, einfach nicht. Könnte ein Aspekt sein. Ich glaube allerdings, das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil auf der einen Seite hat man die monetäre Wertschätzung und auch den gesellschaftlichen Respekt. Und den Respekt kann man gesellschaftlich auch geben, ohne den monetär auszuzahlen. Man fühlt sich natürlich nicht gewertschätzt, das ist klar. Also die Leute in den Pflegeberufen, die denken sich, ich arbeite so viel und kriege wenig monetär dafür. Aber ich glaube schon, dass die, wenn sie dann in der Diskussion mal am Kneipentisch sagen, boah, ich arbeite im Pflegeheim, dass die meisten Leute dieses Gefühl kriegen von, oh krass, okay, das könnte ich niemals.